Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Teil 3 vom Division Let's Play oder Beta Let's Play, muss man ja sagen. Hey, was habe ich gemacht zwischen den Teilen? Nichts, ich hing hier im Prinzip rum. Ich habe an der Bildschärfe nochmal rumgefummelt, habe das jetzt auf 100% gestellt. Achso doch, ich bin abgestürzt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. deswegen hier nur noch wenig Leben zur Verfügung. Und jetzt habe ich gedacht, okay, schauen wir mal, was hier noch so geht in dem U-Bahn-Tunnel. Denn wie es nun mal so ist in so Spielen, ja. Ja, ich meine. Man macht sich die Arbeit ja nicht umsonst, ja. Also die Dinger hier zu kreieren, für irgendwas sind die Dinger gut. Ja, irgendjemand sitzt da und arbeitet stundenlang an diesem Kanalisationssystem. Und da wäre es doch Schwachsinn, wenn das nicht für irgendwas gut wäre, ne? Ist auf jeden Fall interessant, aber ich habe mich. Ah, ein Dreirad. Ich laufe jetzt hier erstmal praktisch alles auf dieser Ebene ab und werde dann später, denke ich, noch einen Stockwerk tiefer gehen. Auf jeden Fall scheinen hier keine Feinde zu sein. Ich höre niemanden. Ich habe auch bisher bei meinen Pulsversuchen niemanden gefunden. Allerdings eben auch kein Loot. Okay, das scheint mich hier doch Richtung Base of Operations zu führen. Gehe ich dem Ganzen mal nach. Ja, gehe ich hier einfach mal die Leiter hoch. Den weiteren Untergrund, das erkunde ich dann schon noch. Pennsylvania Plaza entdeckt. So, okay. Es ist wieder hell. Wetter ist auch gut. Gehe ich jetzt einfach mal Richtung Base of Operations, denke ich, oder? Oder nicht? Oder soll ich nochmal in den Tunnel? Ich glaube, ich gehe nochmal in den Tunnel. Aber schon interessant, ja, es ist ja eine riesige Anlage hier. Ach, okay, hier geht es auch nochmal weiter. Leck mich am Arsch. Ha! Hey, kann man sich echt verlaufen, wenn man will, ja? War ich doch gerade eben, oder nicht? Oder täuscht es? Nö, ist tatsächlich ein anderer. Oh, fuck. Cleaner. Na, die Penner mach ich platt.
So, sehr schön. Cleaner kaputt. Alles cool. So, da vorne ist Beta-Zonenende mal wieder. Aber hier überall die Gässen, die Gässchen, ja, oder Gassen, wenn man so will, oder was auch immer. Ja, so viel Zeug zu sehen, potenziell mal. Ich hüpfe hier mal wieder runter. So, und dann schauen wir mal, wo wir sonst noch so hinkommen. Ja, aber ist schon cool. Ja, also Beleuchtung und so. Schon top in dem Spiel. So, eben, das wird die, ja, genau, das ist der erste Bereich, wo ich gedacht habe, wo ich dran vorbeigelaufen bin, wo ich gesagt habe, das checke ich später mal aus. Hier vorne, eben diese Abzweigung, die habe ich ja von da oben aus auch gesehen. Und, ja, ne, das. Okay, das scheint mich hier wieder in die richtige Richtung zu führen. Alles klar. Das ist dann hier die erste Zone, in der ich war. So, okay, aber zu mehr führt es im Augenblick nicht. Dann, ja, hey, gehe ich hier doch einfach mal wieder raus. Ja. Ja, das wäre doch was. Hey, wenn wir in dieser Folge noch die Base of Operations sehen würden. Boah. Was? Er hätte es sowieso nicht geschafft, sagt der Typ. Und sie sagt, ist mir egal. Es ist alles so abgefuckt. Das haben sich alle verstanden. Ja, und ist ja auch wahr. Oh, da vorne ist Action. So, ja, was? Feinde? Ah, okay, da hinten. Ja. Mit was schmeiße ich Granaten? So, hey, mit was zum Knopf schmeißt man eigentlich Granaten? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Mit dem nicht? Das muss ich noch mal. Was schmeiße ich eigentlich?
Arm wahrscheinlich mit Dreieck, ja? Nee. Scheiße. Sag mal, irgendwie habe ich hier wenig. Finde keine Knöpfe mehr. Auf R1 ist mein Skill, auf L1 ist der andere, wenn ich dann mal einen hab. Irgendwie ist alles belegt gerade. Mit was schmeißt man Granaten? Was kommen da noch welche? Habe ich nicht verpennt? Habe ich jetzt verpennt, dass die Mission vorbei ist? Nee. Läuft noch, ja. Das ist ein Zivilist. Ah, da hinten kommen welche. Ja. Auf der Minimap sieht man, dass da welche kommen. Ja. Oh, ist ein Zivilist. Fuck. Gut, das war's, aber ich muss mal so sagen, ich wünschte, ich könnte das mit dem Lautsprecher ändern. Ja, hier mein Computer im Ohr spricht über den Controller-Lautsprecher zu mir. Ist zwar an sich cool und nettes Feature, aber ich müsste, würde es gerne ausstellen können. Oh, Rucksack! Jo! Kein Stress, Jungs! Ah, okay. Noch ein Echo, oder? Hier! Make it last, okay? This food belongs to us now! Drop the goods and get the hell out of my sight! Pack this up. We're taking the garden next. Okay, so hier den kontaminierten Bereich da hinten. Den würde ich noch gerne mal ausfindig machen. Careful, that's no toy. Es ist mir klar, es ist kein Spielzeug. Es sieht so aus, als wäre es eins. Oh. Leck mich am Arsch, wie viel Schrott hier rumliegt und so. Ach. Jo, Mensch, Dalmatiner, ne? Ja, aber ich erschieß keine Hunde. Es macht man einfach nicht. Active Echo Beacon detected. Ja, schön, Active Echo Beacon. Ja, ich meine, ich... Hey, ist da was dran? Ich meine, ist ja so, ich hab das doch schon eingesammelt, oder nicht? Here. Make it last, okay?
Ja, irgendwie komme ich da hinten. Ah, okay. Ja, ich weiß, um was es geht. Ich lasse es jetzt mal. Alles klar. Gut, hey. Machen wir uns auf den Weg hier. Base of Operations. Good luck out there. Ich brauche kein Glück, ich habe Skill. Aber nicht schlecht, also der Detailgrad der Zerstörung ist schon enorm, ne? Die sind aber ganz schön weit weg. Die Jungs da hinten. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. Now, how are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Unit 43, be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you get us some help. Get in here right now. Master, we need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Holy shit, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich weiß immer noch nicht, wie man Granaten wirft. Fällt mir da mal gerade so ein. Aber okay, na, ich meine, was soll's, ja? Muss ich mal irgendwie nachgucken, denke ich dann. Ne? Okay, das ist ein Chief. So, gut, Chief kaputt. Ja, da würde ich gerne mal hingehen. Das lief doch gut. Dispatch, situation outside is now under yeah. control. My official report, the division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base. Go on in and have a look around. I finally got some transportation, so I'm inbound. Let's do this. So, Loot einsammeln. Was haben wir hier? Ah, okay, neue kugelsichere Weste. Holographic. Holographic, also ein Holo, ne, Aufsatz, man kennt's. So, ja, hey, aber das Wetter ist schittig, hä? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, hier liegt nichts mehr rum.
das da vorne eben ist ein Medikit, das brauche ich nicht, da bin ich voll. Ja, hier, ich halte das mal ans Mikrofon. Ja, aber das muss ich echt nochmal gucken. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander, Benitez, is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Okay, ja dann, haufenweise Pop-Ups und Info und so weiter, aber dann, ja, gehen so, erstmal aufmunitionieren. Latschen wir mal durch. Security Wing needs some love, and Captain Benitez. The JTF loved the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. Offline, not available in Beta. Ja, sehr schön. Kann man in der Beta nicht machen. Ja, also. Naja. Aber umgucken können wir uns hier trotzdem. Ja, und eben, wie man es so gesehen hat, auch aus dem Trailer, ja, also man schaltet dann nach und nach eben hier die Flügel frei, sag ich mal, und dann hat er was, hat er nix. Nein, hat er natürlich nicht. So, okay, ich könnte Zeug verkaufen. So, Medical Wing. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. The tech wing has obviously seen better days, but if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Also PMC, nur so zur Erklärung, PMC ist Private Military Contractor. Okay, also hier sind haufenweise Bereiche, ja, so, und dann gibt es natürlich auch eben Interaktionsmöglichkeiten dann später im Spiel und so weiter. Eben, ich weiß nicht, ob ich den Satz zu Ende gebracht habe, den ich vorhin anfing. Also es ist so, man erweitert natürlich dann die einzelnen Flügel und dadurch praktisch erkauft man sich ja dann auch die Skills und Perks und Talente und allen Kram. Ja, und das schlägt sich dann natürlich auch hier auf den Zustand der Base nieder. Und ja.
So, dann mach ich mich auf den Weg hier. Hey, bad news. I'm not gonna be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. So, okay, gut. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. So, schön, hier, Crafting geht nicht in der Beta. Aber trotzdem, ich muss schon sagen, ja, also nachdem man, ja, was weiß ich, ich habe ja geleaktes Alpha-Material gesehen, ich habe ja die letzten Tage, Wochen so viel Videomaterial zu dem Spiel gesehen, natürlich auch den Trailer und auch das Zeug von den ganzen Presse-Events. Aber wenn man dann selbst hier sitzt und sich das Spiel dann anguckt, also der Detailgrad ist einfach enorm, ja. Eben die ganzen Texturen, ja, hier von dem Shirt, von dem Soldaten, es lässt sich jetzt hier gerade schwer in die Kamera rücken. Aber, na komm, es ist schon scharf, ja, man sieht, was gestrickt ist, wie es ausgefranst ist und kaputt geht und so weiter. Also es ist schon enorm. Ja, yo, check this out. So, schauen wir mal. Oh, was gibt's? Level 5, da könnte ich Zeug kaufen. Ich habe zwar keine Kohle. Ist jetzt gerade aber nicht so tragisch. You name it, I got it. So, ja, aber eben wie gesagt, ich habe ja Zeug. Weil was ich verkaufen kann. Also. Oh, Mods, okay. Just window shopping, I guess. Well, so you're a division agent, huh? Great. Now, don't dwell on all the death and carnage around you, or the fact that so many have tried to do what you're about Benitez to attempt is in and the failed shit over and a died dire what surely must have been a horrible death. Sure, they have more support than you do now, but so what? Fate's random and heartless, nothing you can do about that. Stay positive. I'm just, real glad it's gonna be you out there in the field and not me. But I'll let you know what we got, okay? So, sehr schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Händler, du brauchst es, du weißt es noch nicht. So, okay. Encounter, also Begegnung, hier praktisch freigeschaltet. So, jetzt mache ich mal die Karte auf. Years in medical school. I don't give a shit what you saw on TV while you were jerking off to soap operas in your mom's basement, but setting a bone isn't pretty. You want your buddy fixed? You get your gun out of my face. Is that a threat, bitch? I'm just telling you the truth. So, okay. Ja, jetzt kann man hier sehen, ich zoome mal raus, ja. Die Encounter hier zum Beispiel, ja. Die habe ich jetzt freigeschaltet durch die Karte, die ich mir angeschaut habe. Ja. Und die Sachen hier, die Side Missions, ja, die kriegt man praktisch, indem man mit der Frau redet, ja, so und sich da ein Sitrep abholt. Was ist das jetzt hier? Leck mich im Arsch. Da ist aber Loot.
Okay, gut, eben, das war die kontaminierte Zone. Hier auf der Kreuzung war dann die Schießerei, die ich hatte, mit dem JTF, glaube ich. So, dann bin ich hier vorbeigelaufen, What the hier hell are eben, you doing? und You're dann, hurting him. Listen up. I spent 6 years in medical ja. school. I don't give a shit what you saw on TV. So, also die Sache mit den Encountern, wie man jetzt halt sieht, eben, das ist ein Medical Encounter, das ist ein Security Encounter. Und das hier hinten eben, das ist ein Tech Encounter. Und wie gesagt, da sieht man dann eben, da gibt es dann Tech Wings Supplies dafür. Und mit diesen Supplies kann man dann eben, die braucht man, sag ich mal, um die einzelnen Module des jeweiligen Flügels freizuschalten und sich praktisch damit dann die Dinge zu erkaufen, ne? Die Skills und Perks und was nicht alles dabei zusammenfällt. So, jetzt checke ich hier, ach genau, hier, Abilities. Ich kann ja, Skills not available to equip the skill. Okay, ich muss immer noch mal rausfinden, weil ich immer Granaten wirft. Okay, den habe ich ausgerüstet. Tag. Hey, I can see you need better gear. Can't keep doing this. Good luck out there. Setze ich das Ding hier mal auf rechts, weil warum nicht? Okay, Equip Mods. Ah, okay. Best prices, best gear. Come and take a look. Good luck out there. Intel, wieso, was habe ich jetzt hier an Intel? Ach so, genau. Das war wohl das Echo, ne? Rikers run that whole area up near Lex. Supply chain, zero personnel attempted to unload. Ja, also, ne, hier Katastrophenschutz probiert, Essensrationen zu verteilen. Kurz bevor sie angegriffen wurden. Von Plünderern. So, also, checken wir mal das Inventar. Ach, ich hab Mods, okay. Genau, ganz vergessen. Small Grip. Ja, okay. Dann hau ich den Shit gleich mal hier an meinen M4. Achso. So. Was muss man, genau. Also dann, Hey, what you need? Hau ich hier mal den Griff dran, den kleinen. Gut, baue ich das Ding mal an. Dann hau ich hier das Holo drauf. Taken a bigger security detail down to that tunnel. Can't keep doing this. Hey, don't walk away. Ich rüste der Testweise einfach mal das Scar aus hier. Und genau, hier, neue Rüstungsweste habe ich. So, genau, dann kann ich jetzt mal hier die Jacke ausziehen nehmen. All-Weather Parker, Simple Parker. Ja, sieht man jetzt schlecht, ja? Ich ziehe die Jacke mal aus. You think? Das muss ich sagen, das müssen die mal irgendwie fixen, ja, das ist irgendwie uncool. Mit dem schwarzen Bildschirm, und ich bin mir auch sicher, dass das so eigentlich nicht gehört.
Der ist ja komisch, wieso kann ich das jetzt nicht von vorne sehen? Okay, gut. Naja, schade. Ich habe gedacht, ich kann das jetzt hier irgendwie zeigen, wie das aussieht. Okay. Naja, so geht das. Genau, den habe ich irgendwann mal aufgesammelt hier. Ach, okay, in Rot. Das ist interessant. Das ist die Standardjacke. So, genau. Ach, was habe ich denn jetzt hier? Genau, einen neuen Rucksack. Okay, gut. So, dann gehe ich mal los und vercheck hier meinen Scheiß. Cell, was? Genau, hier, Double Barrier Shotgun. Weg damit! Weg damit. Weg damit. Hey, you want something else? You let me know. So, okay, gut. Voll ausgerüstet, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Dann verlasse ich mal die Base und denke, gehe in der nächsten Folge hier mal im Madison Square Garden vorbei. So, genau, ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gibt die Möglichkeit, ja, wenn man jetzt in Deckung ist, klar, wenn ich jetzt so schieße, das ist Blindfeuer, so ist normal, klar, über die Schulter geschaut. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit halt, wenn man auf den rechten Stick drückt, also das heißt, ja, man ist in Deckung, dann hält man L2 gedrückt und dann praktisch auf den rechten Stick drücken, wieso sage ich mal glücken, drücken, um hier das Zielfernrohr zu benutzen. Get real! Okay. Ah. Eine Ratte erschossen. God, I don't know how long. So, Work Gloves. Sind die besser als das, was ich hab? Na, die haben halt hier eben, ne? Das ist halt die Sache. Oh! Extra Marksman Rifle Damage. Das kommt natürlich entgegen, wenn ich mit dem Scar spiele. Ja, Давай ты уберешь эту штуку, а? Was geht mit dir? Lauf. Guck, dass du wegkommst, ey. So, rein von der Schutzwirkung her, ja, sind die natürlich besser, ja, aber naja.
Okay, alles klar. Ja, so kann ich das zeigen, ja. Ich jetzt die mal die Jacke ausziehe. Ja, und dann hier aufs Inventor. Inventory. Scheiße, ja, wenn mir denn die deutschen Wörter fehlen. Ja, so, also das ist dann praktisch meine neue kugelsichere Weste. Careful now. Ja, wer rempelt mich denn an? Und er sagt mir, ich soll vorsichtig sein. Arsch offen, oder was? Fuck. Ach genau, die andere habe ich verkauft. Okay. Würde ich meinen, sieht ja so auch nicht schlecht aus, ja? Aber okay. Ja, ich meine, es ist Winter, es ist kalt. Gut, also, alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werde ich mich mal hier um die Hauptmission kümmern. Okay, Find Engines. Set Difficulty. Nein, ich zock das alleine. Kann man die Schwierigkeit ändern? Normal. Basic Difficulty Enemies, okay, Enemies Matching Mission Level. So, hier gibt es ein paar extra Credits und ja, Equipment Item, das heißt irgendeinen funktionalen Gegenstand und hier gibt es eine Waffe. Aber hey, ich zock das so auf Standard, wie es gedacht ist von den Entwicklern erstmal und ja. Werden wir sehen in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann.